Was ist da draußen los? Also jetzt mal ganz im Ernst, das sieht nach einem Feuerwerk aus. Um die Uhrzeit, im August. Also irgendwas stimmt da nicht, das gucke ich mir auf jeden Fall gleich mal an. Ja, und damit willkommen zu einer neuen Folge Projekt 110 im Alice 22. Ja, Riegel vor, sicher ist sicherer. Richtig. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zu einem neuen Video. Wir wohnen jetzt schon alarmiert zu einer Lärmbelästigung, ja. Man sieht das ja schon von Weitem. Da zündet jemand die ganze Zeit Silvesterraketen, obwohl es noch nicht mal Neujahr ist. Es ist noch nicht mal Silvester. Es ist einfach Mitte August, ja. Das ist schon ganz, ganz komisch. Es kommen jetzt immer mehr Anrufe rein. Das gibt's gar nicht. Eigentlich war das heute gar nicht geplant. Ich wollte euch eigentlich was Neues zeigen, ja. Etwas ganz, ganz Cooles, denn, ja, dazu kommen wir gleich. Es geht um ein großes Polizeigebäude. Ja, aber erstmal werden wir diesen Einsatz erledigen. Der Anrufer ist anscheinend vor Ort, der letzte, der angerufen hat. Und ich wünsche euch viel Spaß, Leute, mit diesem neuen Video. Ich muss mal gucken, ob wir den jetzt genau finden. Also er meinte, er steht in Höhe der Blöcke, der Wohnblöcke, an den Müllcontainern. Ach, guck mal, links. Auf der linken Seite. Da steht jemand. So, schönen guten Tag. Sie haben uns angerufen. Ja, Ihr Nachbar. Okay, also Ihr Nachbar zündet hier Silvesterraketen. Ja. Ist da schon was bekannt irgendwie vorher? Ja? Okay. Alles klar, dann habe ich das erstmal verstanden. Ihre Personalien nehmen wir gleich auf und wir gucken uns das mal direkt an. So. Also der Nachbar ist bekannt, der ist leicht bekleidet da hinten in seinem Vorgarten. Der wohnt anscheinend in diesem Wohnblock. Ja, das sieht schön aus, aber das darf auf jeden Fall nicht sein. Das ist eine Straftat, was der gerade macht. Das geht gar nicht. Also der Nachbar ist anscheinend schon bekannt. Das werden wir gleich mal überprüfen. Er hat anscheinend schon öfters Leute belästigt und anscheinend hat das jetzt richtig durchgeknallt bei ihm, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb müssen wir jetzt eingreifen. Ich würde sagen, wir holen erstmal Unterstützung dazu. Denn das Feuerwerk, was der die ganze Zeit zündet, das kannst du natürlich auch als Waffe benutzen. Das ist natürlich ganz, ganz kritisch. Eigensicherung geht vor und deshalb werden wir auf jeden Fall die Kollegen dazu holen. Ja, damit die uns hier unterstützen können und ja, dass wir einfach uns selber absichern. Gott, oh Gott, oh Gott. Und das hier um 21.06 Uhr. Also das gibt's doch gar nicht, ey. Wo sind wir denn hier? Ich dachte, hier ist Ruhe. Nicht mit Ruhe. So, die Kollegen als Backup sind jetzt erstmal vor Ort mit einem zweiten Funkstreifenwagen. Ja, wie machen wir das am besten? Kann man hier richtig rauffahren? Geht das? Das geht. Das können wir auch gleich mal machen, weil ich hatte erst überlegt, die Straße dicht zu machen, aber das machen wir jetzt mal nicht, weil hier ist doch schon ganz schön noch Verkehr um die Uhrzeit. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist die Feuerwehr dazu zu holen. Das geht gar nicht, ja. Also hier kann ja sonst noch was passieren. Also wir haben hier noch Temperaturen über 20 Grad. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass der jetzt hier nichts irgendwie entfacht. Also werden wir die auf jeden Fall dazu holen. Ja, na gut, dann stellen wir uns jetzt erstmal hier rauf. Auf das Gelände vom Wohngebiet. Eieiei, das ist aber ein Monster-Bordstein. Da fliegst du ja ganz schon rüber, ey. Alter Schwede. Das ist ja krass. Guckt euch das mal an hier. Was ist das denn für ein Oschi? Bin ich gerade so rübergekommen. So, Personalien wurden aufgenommen erstmal von dem Anrufer. Und wir müssen uns jetzt erstmal um den Täter hier kümmern. Das geht natürlich gar nicht hier. Also der schreckt hier alle Leute auf. Jetzt gibt es hier ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr und hast du nicht gesehen.
Mir fällt gerade auf, Rettungsdienst können wir noch nicht alarmieren, da es noch keinen gibt in der Nähe. Ja, das ist ja eigentlich ein Polizeiprojekt hier, ne? Aber trotzdem müssen wir den Rettungsdienst noch mit aufbauen. Das geht natürlich nicht. Der ist jetzt hier heute nicht dabei. Das ist natürlich ein bisschen umständlich jetzt, aber das müssen wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen machen, Leute. Da müsst ihr mich auf jeden Fall dran erinnern. So. Jetzt aber erstmal zur Feuerwehr. Die werden wir dazu holen aus diesem Grund. Ja, er hantiert da mit Feuerwerkskörper. Ja, da kann natürlich viel passieren. Viel schief gehen. Man weiß auch nicht, wie der Mann reagiert. Deshalb auch ein Großaufgebot von Polizeikräften. Und ja, es rückt ein TLF aus der Feuerwehr und unterstützt die Polizei erstmal vor Ort. Ich hoffe, da wird nichts weiter passieren, ey. Wünscht uns Glück, Leute, ja? Schon mal gerne einen Daumen nach oben da lassen für das Video. So, jetzt wurden erstmal die freiwilligen Kräfte der Feuerwehr alarmiert. Die sind vor Ort. Ja, und das knallt natürlich in einer Tour hier. Das gibt's gar nicht, ey. Das ist so heftig, ey. Wirklich. Das ist so krass. So, was wir also erstmal machen können, uns umziehen. Ja, das lag jetzt daran, ich bin jetzt gerade von zu Hause direkt ins Fahrzeug eingestiegen, ohne mich umzuziehen. Das macht man natürlich nicht. Deshalb machen wir das jetzt. So. In den nächsten Videos werde ich das natürlich anders machen, ja, dass ich mich natürlich dann hier im Polizeipräsidium umziehe. Genau, dann machen wir das erstmal. Ziehen wir uns um. Wir brauchen erstmal das richtige Shirt dazu. So, da sind wir nämlich hier oben. Nehmen wir einmal das und dann brauchen wir auf jeden Fall noch die super mäßige Hose. Na, blau nehmen wir jetzt mal nicht. Ach so, ja gut. Das mit den Hosen ist immer noch so eine Sache. Ja, also da muss man immer gucken, was man genau nimmt. Ja. Feuerwehr passt jetzt nicht. Das können wir nicht nehmen. Das können wir jetzt nicht bringen. Hier kannst du natürlich die Farbe nicht ändern, ist klar. Also müssen wir die ganz normale Jeans nehmen. Jetzt nehmen wir die in schwarz. Genau, so machen wir das. Anderes Cappy auf jeden Fall. Das geht natürlich nicht. Da müssen wir auf jeden Fall was anderes nehmen. Also, Sheriff jetzt auch nicht unbedingt. Wir nehmen jetzt mal gar nichts. So. Genau. Das haben wir erstmal. Trotzdem helfe ich natürlich der Feuerwehr, hier alles aufzumachen. Beziehungsweise lassen wir das zu. Da ist ja nichts drin. Da kann man ja nichts groß zeigen. So. Was ich aber erstmal machen muss, ist hier absichern. Ja, dass jetzt keiner reinläuft. Dass uns jetzt keiner stört direkt. Das müssen wir machen. Deshalb platzieren wir uns erstmal hier ein paar Pylonen hin. So, wird das erstmal dicht gemacht, das Ganze. Hinten auch. Dann haben wir das erstmal provisorisch abgesichert. Ich brauche auf jeden Fall noch die Blitzleuchten. Also die sind auch ganz, ganz wichtig. Jetzt gerade, wenn es dunkel ist, das ist nicht schön. Die Pylonen haben sowas leider nicht drauf. Also wir hatten mal so einen Aufsatz, den hatte ich mal in so einem neuen Polizeiwagen gesehen. Aber unsere älteren Wagen haben das leider nicht. Ja, von daher müssen wir mal gucken, wie wir uns jetzt am besten jetzt hier ausstatten. Ich sehe gerade, das ist hier nicht mit dabei. Die müssen wir, glaube ich, noch bestellen. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Ne, die haben wir hier leider nicht bei. Gut, ja, dann müssen wir das erstmal provisorisch anders lösen hier. Eine Lampe aufbauen, ja. Die Beleuchtung nehmen wir am besten mal so. Elektriker war da. Gut, das müssen wir auf jeden Fall bestellen. Ne? Also, das ist natürlich nicht so praktisch. So, aber abgesichert haben wir erstmal hier. Ja? Das sieht gut aus. So. Ja, dann werde ich jetzt erstmal hingehen zum Herr und ihn erstmal überwältigen. Das geht ja gar nicht. So, der Herr, jetzt ist hier Pause. Jetzt wird hier gar nichts weiter gezündet. Jetzt sofort Stopp, hier ist die Polizei. So. Ja, gut, das verstehe ich. Ja, also sie wollen jetzt schon ins neue Jahr, weil das alte Jahr einfach zu blöd war, meinen sie. Okay, verstehe ich. Aber sie können jetzt hier nicht einfach wild drauf loszünden, das geht nicht. Es haben sich schon viele beschwert, ja, dass sie hier draußen stehen, leicht bekleidet und dann die Raketen in die Luft jagen. Das geht nicht, das geht überhaupt nicht. Gut, ja, also sie kommen jetzt erstmal mit aufs Präsidium
Na, da werden sie erstmal verhört, holen sie ein paar Sachen aus ihrer Wohnung von oben und dann werden wir rüberfahren. Gut, alles klar. Dann ist das erstmal hiermit geklärt. Also Gott sei Dank, also der hat sehr schnell reagiert. Hat du es natürlich mitbekommen, ja, also das sieht man ja. Er meinte halt nur, ja, das alte Jahr ist blöd und er will so schnell wie möglich das neue Jahr haben. So, von daher hat er dann wild drauf losgeböllert und hat die alten Silvesterraketen aus dem Schrank geholt. Und er meinte, ja, die Nachbarn sind mir egal, alles ist egal, Hauptsache das neue Jahr startet demnächst. Ja, da hat er noch ein paar Monate Zeit. Deshalb auch, ja, die Silvesterraketen, die er jetzt rausgeholt hat. Ja, der wird auf jeden Fall verhört, der wird mitgenommen und da wird geschaut, ja, was als nächstes passiert. Er ist ja wie gesagt bekannt, hat anscheinend auch schon mehrere Anzeigen bekommen, verstehe ich, wegen Ruhestörungen unter anderem. Und ja, die Kollegen kümmern sich erstmal darum und ich habe jetzt auch noch etwas, was ich unbedingt jetzt eigentlich noch euch zeigen wollte, ja, in dieser Folge. Also von daher werden wir jetzt erstmal die Zeit, achso, natürlich, so, werden wir die Zeit kurz mal zetten, dass wir hier ein bisschen Tageslicht haben. Und dann zeige ich euch mal ganz, ganz schnell das Gebäude. Also das ist, das steht aktuell schon, ja, ist aber jetzt noch im Aufbau. So, von daher ist das halt noch eine Baustelle, die halt jetzt gerade in Arbeit ist. So, und das Gebäude werde ich euch noch ganz schnell zeigen in dieser Folge. Das war eigentlich heute geplant, war eigentlich, wollte ich komplett da einmal durchlaufen, um euch alles Mögliche zu zeigen. Aber jetzt kam ja gerade dieser Einsatz hier mit rein. Und deshalb hatte ich jetzt leider keine weitere Zeit. So. Wir müssen jetzt erstmal in die Nähe von der Feuerwehr fahren. Hier wurde das hingebaut. Das große Gebäude. Ja, und das ist genau... Oh, 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 oh. Der blinkt nicht mal. Nummernschild ist notiert. Ich kann mich jetzt darum nicht kümmern. Nee, ich muss jetzt erstmal hier hin. Das ist ganz, ganz wichtig heute, Leute. Ich muss das schaffen. So. Das ist genau das, was ich meinte. Das ist das große Polizeigebäude, was hier in MV aktuell gebaut wird. Das ist längst noch nicht fertig. Ihr seht ja hier, das ist ja alles mehr oder weniger draufgeklatscht worden. Ja, das wird hier alles noch... Das gewittert sogar gerade, das gibt's ja gar nicht. Sommergewitter hier. So, das ist alles noch im Bau, das wird alles noch größer gemacht. Ja, das ist... Wie man sehen kann, ein ganz, ganz großes Gefängnis, was jetzt hier gebaut wird. Ja, das hat mehrere Zellen. Das ist alles hochmodern aufgebaut. Das ist mega, mega krass. Und hier können dann demnächst ja, die ersten Straftäter reingebracht werden. Guck mal hier, Alter, hier kannst du sogar mit einem Riegel, mit so einem Schalter, kannst du ja automatisch die Türen auf und zu machen. Das ist ja Wahnsinn. Es gibt... Blöcke von A bis D, das ist Wahnsinn. Alles hier automatisiert, elektrisch, nur das Beste vom Besten. Ich kann mir schon vorstellen, dass das hier ein ganz schön großes Gelände wird. Ist es ja an sich schon. Aber die Mauern fehlen halt, ja. Also die müssen auf jeden Fall dahin. Stacheldraht fehlt, etc., dass hier wirklich nichts groß passieren kann. Und ja, das wird dann erstmal unser großes Projekt werden. Wir müssen auf jeden Fall das Gefängnis bauen. Das muss auf jeden Fall hier ganz, ganz schnell gemacht werden. Aus diesem Grund, wenn Leute gefasst werden, müssen die erst ganz, ganz, ganz weit weg ins nächste Gefängnis gebracht werden. Das ist ungefähr 100 Kilometer weg und das ist natürlich nicht schön. Ja? Und deshalb wurde ganz, ganz schnell jetzt überlegt, was kann man machen. Und ja, es wurde ein Grundstück gesucht und schon ist das Gefängnis geplant. Und jetzt wird es in den nächsten Folgen erstmal aufgebaut. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Vorschläge fürs Gefängnis, wie ich das am besten da bauen kann, ja, dann kommentiert das gerne mal, schreibt das gerne mal unter dem Video rein und dann gucke ich mal, was wir machen können, was ihr euch einfallen lassen habt und dann werden wir das Gefängnis auf jeden Fall groß aufbauen können. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit dem Projekt 110. Ich hoffe, dieses Projekt, das neue alte Projekt, gefällt euch. Ach so. Ach, verstehe. Das ist der... Ah ja, gut.
Das ist der Bürgersteig jetzt. Ich dachte, ich kann eine Abkürzung nehmen. Gut, ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und das Projekt natürlich auch. Gerne einfach mal reinschreiben in die Kommentare. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank für die ganzen Likes, die ihr mir schon bisher nach oben gedrückt habt. Und ja, wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, Leute. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.